Vom Tropenaquarium jetzt ab in den Garten, da sind ja auch schöne Sachen zu hören, aber vor allem zu tun. Gärtnern ist absolut in, ob auf dem Lande oder in der Stadt beim Urban Gardening. Doch was ist jetzt zum Frühling alles zu tun? Rosen zurückschneiden oder doch nicht? Was ist mit den braunen Stellen im Rasen und welche Blumensorten lassen sich am besten vorsehen? Nils Döring mit den Gartentipps für den Frühling. Wer bei diesen knalligen Farben keine gute Laune bekommt, hat selber Schuld. Hornfeilchen, Stiefmütterchen und Primeln gibt es in allen Formen und Farben. Sie sind größtenteils frostverträglich und dementsprechend groß ist zurzeit die Nachfrage. Doch was kann jetzt noch gepflanzt werden? Genauso wie Bellis, Tausendschönchen oder auch die Narzissen, die man jetzt halt vor Ostern pflanzt, die schöne Farbe schon reinbringen, diese Gelb oder auch Gelb-Weiß, was ist da alles? Da gibt es ja viele, viele kleine Perlhyazinthen. Das sind alles Sachen, die gut Frost vertragen, die man jetzt auch nach draußen pflanzen kann. Selbst Gemüse anbauen liegt total im Trend. Schon jetzt kann man vorsehen. In einer Schale mit feiner Anzuchterde werden die Samen gedrückt. Auf der Fensterbank können sie dann keimen. Vorsehen kann man eigentlich alles, was man gerne irgendwann später selber essen möchte. Ob das die Tomate ist, ob das die Gurke ist, ob das Pflücksalat ist. Radieschen beispielsweise könnte man jetzt auch machen. Ich würde mit Radieschen vielleicht nur 14 Tage warten. Aber also Salate kann man auch gerne in Töpfe schon sehen. Dass man sagt, okay, ich sehe mir die Töpfe, nicht so viele Saatkörner rein. Und behalte sie ja gerade Pflücksalat als kleines Töpfchen auf dem Balkon. Dann hat man immer frischen Salat zu Hause. Auf keinen Fall vernachlässigen sollte man den Rasen, sonst sieht er irgendwann so aus. Kahle Stellen sollten nachgesät werden, nachdem vertikutiert wurde. Und auch die scheinbar intakten Flächen muss man regelmäßig nachsehen, damit die Grasnarbe dicht bleibt. Die Grasmischung besteht aus verschiedenen Grasarten und die kleinen, die Grasnarbe schließen, damit kein Moos, kein Unkraut reinkommt. Deren Lebenszeit ist meistens so nach 4 bis maximal 5 Jahren vorbei. Das heißt, es entstehen Lücken, die man aber mit bloßem Auge so nicht erkennen kann. Man wundert sich nur, warum ist da Moos, warum ist da Unkraut drin. Und von daher macht das schon Sinn, so alle 3, spätestens 4 Jahre mal die gesamte Fläche komplett nachzusehen. Auch Rasen braucht Nahrung. Das Angebot im Gartencenter ist riesig. Wenn noch nicht geschehen, muss der Rasen schleunigst gekalkt werden. Der richtige pH-Wert des Bodens ist die Grundvoraussetzung für ein gesundes Wachstum. Etwa 50 Gramm pro Quadratmeter, das wird ungefähr so eine Handvoll sein. Und dann muss man das ungefähr abmessen oder man guckt auf den Beutel und sagt, okay, da sind jetzt 10 Kilo drin. Hat man 100 Quadratmeter Rasenfläche, muss der Sack alle sein. Wenn man hinten angekommen ist, bleibt was über, streut man es großflächiger einfach nach. Und ansonsten heißt es einfach mal anfangen. Nach dem Kalken erfolgt eine mineralische Düngung des Rasens. Wenn übrigens die Forsythie dieser Tage blüht, kann es den Rosen an den Kragen gehen. Für ein gesundes Wachstum muss zurückgeschnitten werden, allerdings mit Bedacht. Um die Krone schön kompakt zu halten, schneide ich sie immer auf 3 Augen. Was sind Augen hier? Das sind diese Austriebe. Ich will sie schön kompakt haben und dann schneide ich oberhalb des dritten Auges einfach, dass die Krone schön kompakt und rund aussieht. Nachher und neu vernünftig durchtreiben kann. Auf in die Gartencenter und rein in den Garten. Jetzt ist die Zeit, um den Garten auf Vordermann zu bringen und sich die erste Farbe ins Beet zu holen.